Ärgert dich das jetzt, dass du das gemacht hast und dass es jetzt wieder hochgespült wird? Mich ärgert es jetzt, dass dieser Teil meines Lebens so ins negative Licht gerückt wird. Also, da ging es eigentlich nur um das Motorradfahren. Und dass es jetzt so in diese Schiene gedrängt wird, das finde ich extrem traurig. Und es verschiebt auch so ein bisschen das Bild von dem, was es damals war. Peter Klein zum ersten Mal in einem Interview mit zwei Hosts des 17. Bundeslandes. Ihr dürft gespannt sein auf diesen Dreiergipfel. Herzlich willkommen. Das 17. Bundesland. Wir haben den Ballermann 6. Ich lebe die Ofen. Der Mallorca-Podcast mit Ingo Wohlfeil und Stefan Netzeband. Ingo, ich bin wieder da und du bist immer noch da. Nee, ich bin auch wieder da. Ich habe deinen Urlaub genutzt, um mal kurz nach Deutschland zu fliegen. Und jetzt bin ich wieder hier auf Mallorca. Und hast prompt dadurch ein Unwetter verpasst, was natürlich grundsätzlich zu begrüßen ist, gerade als Familienvater. Ja, aber sowas nennt man dann ja auch Journalistenpech, ne? Weil es gab da ja durchaus schon viel zu Bericht erstatten. Andererseits bin ich tatsächlich froh, ich kenne die Unwetter hier auf Mallorca. Ich habe das 2018, das Schreckliche, miterlebt, wo ich glaube 16 Menschen in San Llorenç ums Leben gekommen sind und an den Küsten Mallorcas. Und ehrlich gesagt, das braucht kein Mensch, aber das ist klar. Ne? Katastrophen sind immer eine sehr unangenehme Sache. Das war jetzt eine mit Ansage. Ich habe zum Beispiel von einem Wetterdienst vorher schon so einen halbwitzig gemeinten Spruch irgendwo gesehen, im Sinne von Ballermann-Orgien jetzt lieber drin, da braut sich was zusammen. Also gewarnt war die Insel schon, ja? Gewarnt war sie. Aber also das Bild, was sich nach diesen Orkanböen bot, das war doch schon ein Erschreckendes. Ne? Also teilweise sind die Schilder der Läden abgerissen worden, die Stühle flogen so durch die Straßen, dass das brandgefährlich war. Eigentlich kann man von Glück sagen, dass recht wenig Menschen verletzt worden sind. Aber dennoch können wir davon ausgehen, dass es zumindest 3 Deutsche das Leben gekostet hat. Ne? Also Stand jetzt ist ja, dass die Suche nach den beiden deutschen Seglern, die von Menorca nach Mallorca segeln wollten, fortgesetzt wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass diese beiden Deutschen nicht mehr am Leben sind. Ebenso wenig wie eine junge deutsche Schwimmerin, die bei Sacalobra trotz der Unwetterwarnung ins Meer stieg und dann auch ins Meer hinausgezogen worden ist von der Strömung. Jetzt hast du einen Kenner dieses Formats, wissen das schon, aber du hast einen Wetterexperten sozusagen immer an der Hand, von dem man das auf den ersten Blick gar nicht erwarten würde. Richtig, er ist DJ, er ist Mitinitiator des Suff-Geschwaders, einer Gruppe von, ich glaube, 28 Menschen, die hier omnipräsent erscheinen an der Playa de Palma, und er ist studierter Meteorologe Marcus Aurelius oder anderen bekannt als DJ Marcus Aurelius. Und Markus war just am Wochenende, wo alles passiert ist, da. Also eigentlich viel besser, dass der Meteorologe praktisch vor Ort ist und jetzt seine Erfahrungen, was er so erlebt hat und was so passiert ist und ob wir sowas nochmal erwarten können, uns jetzt mitteilen kann. Hallöchen, Ingo. Ja, schon wieder das Thema Wetter. Hatten wir ja gerade erst im Podcast und beim letzten Mal ja so ein bisschen erzählt, dass das Mittelmeer deutlich zu warm ist, mit 3 bis 4, teilweise 5 Grad, das ist es auch immer noch. Und jetzt hatte ich halt das Vergnügen, am Wochenende auf Mallorca gewesen zu sein und kann ja mal schildern, was da passiert ist. Ich hatte mir mit viel Motivation für den Sonntag, für kurz nach 11 Uhr, den Wecker gestellt, weil ich zum Auftritt in den Megapark von meinem Kumpel Samu wollte um 12 Uhr. Ja, und ich habe nicht den Wecker gehört, sondern bin schon durch sehr lautes Donnergrollen und vor allen Dingen durch heftigen Wind dann kurz nach 11 Uhr geweckt worden. Und wie sich dann jetzt herausgestellt hat, habe das ja jetzt im Nachgang mir alles mal so ein bisschen angeschaut, war das also schon eine sehr heftige, orkanartige Böe mit 107 km/h, die Palma und dementsprechend auch Arenal mit ungefähr dieser Intensität getroffen hat. Das ist also orkanartiger Wind und die zweithöchste Windstärke. Das war schon mal ziemlich übel, inklusive auch Starkregen und natürlich dann vielen Blitzen. Und das hielt dann auch erstmal so bis 13, 14 Uhr an, sodass keine Chance war, da in irgendeiner Form Richtung Megapark zu gehen und den Auftritt zu sehen. Ich weiß auch gar nicht, ob dieser heftige Wind und das Pfeifen dort den Limiter im Megapark irgendwie beeinflusst hat oder den Auftritt von Samu. Das könnte man ihn eigentlich auch mal fragen.
Es war sogar noch ein bisschen heftiger an anderen Orten auf der Insel. Port de Soyer hatte volle Orkanstärke, 120 km/h, und Cap de Pera an der Ostküste hatte sogar 122 km/h mit dieser ersten Welle. Ja, was war da überhaupt passiert? Es hat sich halt ein Tief über dem Golf von Genua gebildet. Und gleichzeitig gab es einen massiven Kaltluftvorstoß von, ja, fast von Nordosteuropa, Nordwesteuropa in Richtung Balearen. Und ja, diese sehr, sehr kalte Luft in der Höhe traf dann auf die sehr, sehr warme Luft am Boden. Es hat sich also nicht nur eine massive Kaltfront ausgebildet, sondern das führt dann auch dazu, dass die warme Luft vom Boden her, die wird dann gehoben. Die kalte Luft schiebt sich wie so ein Keil dann heran, sorgt dann dafür, dass die Luft gehoben wird. Und ja, bei der Hebung der Luft kommt die dann immer nur in kältere Luft. Und solange die Luft immer wärmer ist als die kalte der Umgebung, wird sie immer weiter gehoben. Und dementsprechend konnten sich dann mächtige Wolkentürme da bilden. Das sah unglaublich aus. Da gab es ja auch entsprechende Bilder im Internet dazu. Also unfassbar vertikal mächtige Gewitterzellen direkt über der Insel. Ja, und das war schon ziemlich beeindruckend. Ja, und diese erste Welle, die dauerte dann halt bis in den Nachmittag an. Dann war mal so ein bisschen Ruhe. Dann konnte man halt in die Locations gehen. Ja, und dann kam am Abend nochmal eine zweite Welle hinterher. Da hat es dann auch nochmal mächtig gewindet. Nicht mehr ganz so stark, aber es gab immer noch verbreitete Windstärke 10, also schwerer Sturm. Und um das mal so einzuordnen, also versicherungsrelevant ist es dann schon mal ab Windstärke 8, ab 62 km/h. Also es war wirklich heftiger Sturm. Dazu sehr viel Regen, Blitze, Donner, alles, was man halt so kennt bei Gewittern. Der Schwerpunkt vom Niederschlag, habe ich auch mal geschaut, lag so auch wieder von Port de Soyer über Inca bis nach Cala Radiada die Ecke. Dort gab es dann, was die Wetterstation betrifft, als höchstes 106 Liter dort an der Westküste. Palma hat ein bisschen weniger Regen abbekommen, aber wenig ist ja dann trotzdem für Ende August immer noch unglaublich viel. Das waren dann so um die 40 Liter. Und ja, das Flughafenthema war natürlich noch extrem spannend. Sonntag ging so gut wie gar keine Flüge auf die Insel und auch nicht von der Insel weg. Hatte dann die Folge, dass zum Beispiel der Auftritt von Mia Julia ausgefallen ist. Der Auftritt von Lorenz Büffel ist meines Erachtens auch ausgefallen. Und dann natürlich die Abschlussfrage, die dann da bleiben wird. War es das jetzt schon mit dem Unwetter? Hat das eine heftige Ereignis, was wir da jetzt hatten, schon dafür gesorgt, dass im Prinzip die Energie aus dem Mittelmeer da raus ist? Das muss man relativ klar und eindeutig mit Nein beantworten. Wenn man sich die aktuellen Anomalien anschaut, also die Abweichung von den Normalwerten im Mittelmeer, da liegen wir immer noch bei weit über dem, was üblich wäre, also immer noch bei 3 bis 4 Grad. Da ist also noch jede Menge Energie in diesem riesen Mittelmeer gespeichert. Die muss irgendwann raus, und immer wenn das Gleiche wieder passiert wie jetzt, also sprich einen Kaltlufteinbruch in der Höhe, dann wird es auch wieder Unwetter geben. Ob die dann Mallorca treffen oder vielleicht andere Regionen im Mittelmeerraum, das weiß man natürlich noch nicht, aber man kann jetzt schon sagen, dass da einige Unwetter noch kommen werden im September und im Oktober, bis dann halt das Mittelmeer energetisch sich entladen hat. Also von daher müssen wir uns da leider noch auf einiges gefasst machen. Das ist schon da ganz schönes Fund, was sich da zusammenbrauen kann. Hoffentlich ist das nächste Mal lange hin und hoffentlich bist du dann auch wieder in Sicherheit, Ingo. Das hoffe ich auch. Ja. Das ist so ein bisschen gemein, recht, dass immer das abzuhauen, deine kleine, wenn das Wetter schlecht wird. Ja. Stürmische Zeiten sind ja nun eben auch das Stichwort, auch wenn das jetzt nicht so, ich habe, glaube ich, schon originellere Überleitungen gehabt, aber es bietet sich einfach an, stürmische Zeiten für Peter Klein. Es ist jetzt so, liebe Hörer, dass ihr an diesem Donnerstag eine Art Doppelwumms geboten bekommt in Sachen Peter Klein, weil wir eigentlich was ganz anderes vorbereitet hatten, noch in der Zeit, als ich im Urlaub war. Ingo, wenn du das, dieses Timing mal kurz erklärst. Letzte Woche war erstmalig Yvonne Wölke, die angebliche, vermeintliche, neue Geliebte und Lebensgefährtin von Peter Klein, auf Mallorca. Im Feindesland sozusagen, in Iris Klein Country. Und die beiden haben zusammen hier ein Video gedreht. Und es war auch mal ganz schön, mit Yvonne eigentlich über das Stopp, zu reden. Stopp, die beiden, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die beiden, damit meinst du jetzt aber Peter und Yvonne und nicht Iris. Das wäre wirklich Breaking News gewesen, wenn Iris und Yvonne ein Video gedreht haben. Aber mit den beiden meintest du dieses Paar, das wollte ich nur nochmal klar. Vielleicht wird das ja sogar noch passieren. Wer weiß, was die Zukunft da bringt. In dieser, glaube ich, größten Seifenoper des Jahres 2023. Seit Januar schlagen wir uns jetzt nur mit den Dreien rum, mit Iris, Yvonne und mit Peter, und haben da ja auch großen Spaß dabei. Aber Yvonne war hier
weil sie an der Seite von Peter zwei Musikvideos aufgenommen hat, die letzten Monat schon produziert worden sind, aber jetzt wurde das Ganze verfilmt. Und ich habe die beiden nachts am Strand von Campastia getroffen und das ist in der anderen Folge zu hören. Aber jetzt dein großer Auftritt als Interviewer, Stefan. Oh ja, ja. Also, um das nochmal klarzustellen, ihr hört in der anderen Folge, die wir heute publizieren, eben das Doppelinterview, so nennen wir die dann auch. Und jetzt hört ihr ein brandaktuelles, zu dritt geführtes Interview mit Peter Klein zu den Vorwürfen, die rund um einen von ihm geplanten Festivalauftritt jetzt hochgeploppt sind und die man als Bildleser auch schon kennen kann. Also, Ton ab für ein sehr spannendes Interview der Woche. Das Interview der Woche. Ich sitze hier, so fängt ja jedes Interview der Woche mit dem Wohlfall an, damit will ich jetzt nicht brechen. Also ich sitze hier nach dem Abendbrot zu Hause in einer sehr ungewöhnlichen Konstellation, nämlich mit Olle Ingo im mittleren Fenster. Die Leitung ist auch so schlecht, dass er ständig einfriert, aber ich weiß, wie er aussieht. Er sieht so toll aus, ich brauche das nicht sehen. Rechts daneben für mich ist Peter Klein. Sehr schön, dass wir uns mal kennenlernen. Hallo Peter. Hallo. Wir haben dich in dieser Sendung schon öfter gehört. Heute haben wir gleich mehrere Punkte, über die wir sprechen können. Nämlich ist ja nun endlich der Wettkampf in vier Wänden ausgestrahlt worden. Und du bist im Mittelpunkt von Berichterstattung, die jetzt auch gar nicht nur angenehm ist. Beides wollen wir besprechen. Ingo, übrigens auch hallo. Dir sei auch mal die Gelegenheit gegeben, hallo zu sagen. Hallo aus der Statistenrolle von ganz hinten. Wir haben nämlich das mal so als Disclaimer abgemacht, dass ich jetzt mehr oder minder dieses Interview führe, weil Ingo sich für auch ein Stück weit, ich will nicht sagen für befangen hält, aber ja so oft den Peter sieht, dass er meint, okay, er lässt jetzt quasi mir mal so ein bisschen den Vortritt und grätscht hinein, wenn er glaubt, dass er das tun muss. Seien wir gespannt, wann das eintreten wird. Peter, erstmal Kompliment zu dieser Wohnung, die ihr da renoviert habt in 6 Wochen. Das sah wirklich toll aus. Ihr wart ja dann, ich habe das wirklich bis zum Schluss geguckt, bis zu dieser Punktevergabe. Das war ja so ein bisschen so eine Heidi Klum-Szene für Baufetischisten. Und da war es dann doch ziemlich knapp am Ende. Hast du mittlerweile deinen Frieden damit gemacht, dass ihr nicht gewonnen habt? Du, ich habe meinen Frieden relativ zeitnah sogar damit gemacht, dass wir nicht gewonnen haben bei dieser Show. Das war uns eigentlich auch schon relativ früh klar, dass wir niemals diese Show gewinnen werden. Das hat sich so ein bisschen schon abgezeichnet im Vorfeld. Also uns war es eigentlich schon so nach der ersten, zweiten Bewertung klar, dass da irgendwie, ja, wir eigentlich gar keine Chance haben, dieses Ding zu gewinnen. Auch wenn wir uns noch so bemühen. Weil die Jury schon gegen euch gestimmt war, oder wie? Ja, guck mal, wenn ich jetzt gerade so die erste Folge anschaue mit unserem Bart, wir haben uns ja wirklich reingekniet, wie es nur irgendwie möglich war. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Stunden gearbeitet, kaum geschlafen und haben wirklich unser Allerbestes gegeben in diesen 4 Tagen. Und dann hat es nur zum vorletzten Platz gereicht. Und da war uns eigentlich schon klar, okay, da läuft irgendwas ja in eine Richtung, die wir eigentlich gar nicht kontrollieren können und die nicht für uns spricht. Mein Team Rot war ja damals schon Sieger in der ersten Folge und wir ja Vorletzter, da wussten wir natürlich, okay, das ist verdammt schwer aufzuholen. Bei 4 Mannschaften musst du das mit dem vorletzten Platz aber vielleicht für dich auch so werten, wie damals im Kalten Krieg gab es einen Witz über ein Wettrennen zwischen Brezhnev und Reagan, die gesagt haben, wir schenken uns den Kalten Krieg, wir laufen lieber um die Wette. Und danach hat die Pravda gemeldet, Brezhnev hervorragendes Silber, Reagan nur Vorletzter. Aber abgesehen, ich habe lange gebraucht, um mal wieder einen schlechten Witz unterzukriegen. Was mich besonders beeindruckt hat, Peter, war das Freestyle-Zimmer, wo du einen Tag hingelegt hast, als seist du so ein oller Hip-Hopper. Hast du das improvisiert oder das dazu irgendwo abgeguckt oder? Das Graffiti meinst du? Was ich ja. Ja, ich hab das wirklich, ich habe mir überlegt, was kannst du machen, was ein bisschen A mit der Sendung zu tun hat, was Yvonne und mich beinhaltet und natürlich auch die Teams widerspiegelt. Und dann war mir eigentlich relativ zeitnah klar, dass ich irgendwie die Initialen von uns beiden verwenden werde, das Jahr, in dem stattgefunden hat, in den jeweiligen Teamfarben. Und deswegen habe ich da, ja, ich habe mir so kurz überlegt, was kannst du machen und habe das dann so, ja, Freestyle aus dem Kopf entworfen, habe es dann auf die Wand gebracht, ja.
Also Peter, wenn es mit dem Malle-Schlager nichts wird, kannst du, glaube ich, auch in der Liga mit Sido und Bushido da, wenn du solche Texte hinlegst, es sind dir, glaube ich, auch alle Türen offen. Ja. Zum immerwährenden und auf eine Weise ja auch unterhaltsamen, sag mal, Beziehungsgeflecht, in dem du stehst. Wenn du diese Sendung jetzt selber siehst, ja, und zum Beispiel ganz, das ist ja auch ein bisschen rührend, wie du der Yvonne dann ein Schmuckstück gibst, und sie kommt wiederum, das ist jetzt so meine Wahrnehmung, verdammt kühl auch rüber. Also man hat so ein bisschen Sympathie mit dir. Es kommt einem aber auch so ein bisschen vor, als würdest du da sich vergeblich abmühen oder so. Wie geht's dir selber jetzt mit dieser Sendung? Also mir geht's mit dieser Sendung sehr gut. Ich meine, ich kenne Yvonne schon einen längeren Zeitraum jetzt mittlerweile auch, und ich weiß auch, wie ich sie einzuschätzen habe. Sie wirkt im Fernsehen manchmal wirklich sehr, sehr kühl, auch so im Instagram in ihren Postings oder so. Ist weit ab von dem, wie sie wirklich als Person ist. Sie ist eine sehr, sehr herzliche Frau. Sie ist sehr empathisch und sie ist extrem sympathisch, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so wirkt. Von daher habe ich ein absolut positives Gefühl bei ihr, auch wenn es vielleicht nach außen hin für viele Zuschauer, ich meine, ich kriege das ja auch nicht nur von dir jetzt gesagt, ich kriege das ja auch als Feedback bei mir in Instagram zum Beispiel sehr oft in den Postings gesagt, dass die Menschen meinen, die ist einfach, sie will nur über meinen Kopf Karriere machen oder, was die Leute alles ihr vorwerfen. Aber ich weiß, dass es einfach nicht so ist, weil wenn sie das gewollt hätte, hätte sie es auch schon längst gemacht. Ja, da standen ja alle Türen offen. Dass es noch nicht so weit ist, ich weiß ja, was du anspielst, das liegt wahrscheinlich daran, dass sie ja vielleicht ein bisschen länger Zeit für sich selbst braucht, um sich zu finden und vielleicht auch ein paar mehr Gedanken sich macht über die Situation aktuell, wie ich, weil ich, bei mir ist alles klar, ist alles soweit geklärt, dass ich sagen kann, ich weiß, wo ich stehe, und da ist sie vielleicht noch nicht ganz so weit, dass sie das jetzt in die Öffentlichkeit tragen möchte. Wie ist denn dein Beziehungsstatus? Ist der so ja, nein, vielleicht, oder wie würdest du den benennen? Mein aktueller Beziehungsstatus ist verheiratet, getrennt lebend. Okay, da kommen wir sozusagen jetzt investigativ in dieser netten Runde nicht weiter. Das hören ja kaum Leute zu, aber okay. was jetzt diesen Rosenkrieg-Aspekt angeht, taucht ja dann auch sozusagen aus der anderen Mannschaft, nenne ich sie mal, immer wieder die Frage auf, warum gibt's denn diese Scheidung jetzt noch nicht? Dir geht es angeblich quasi nur ums Geld, das ist also angeblich eine Art Poker, der sich nur in die Länge zieht, weil es da um irgendwelche Summen geht. Was sagst du dazu? Das werfen mir die Leute immer wieder vor, dass es mir nur um Geld geht. Nein, mir geht es nicht ums Geld, mir geht es um Gerechtigkeit. Mir geht es darum, dass wenn man so lange Zeit zusammen war, dass man so lange Zeit verheiratet war, dass es nicht sein kann, dass eine Person meint, sie muss alles irgendwie an sich reißen und die andere Person kann gucken, wo sie bleibt. Man hat in 20 Jahren sehr viel gemeinsam erschaffen, man hat in 20 Jahren sich sehr viel gemeinsam angeschafft, man hat Höhen und Tiefen durchlebt. Und da kann es nicht sein, dass einer nach diesen 20 Jahren die Sahne abschöpft und der andere muss sich mit dem Bodensatz zufrieden geben. Und es gibt ja immer noch ein Recht in Deutschland, auch wenn wir beide in Spanien leben, sind wir trotzdem nach deutschem Recht verheiratet. Und dieses deutsche Recht besagt halt, solange wie man keinen Ehevertrag jetzt hat, dass man im Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebt und beide Parteien ja auch während dieser Zeit, in der man zusammenlebt, dafür sorgen, dass, sage ich mal, die Familie ganz normal was zu essen hat, dass die Miete bezahlt wird und dass man sich gemeinsam was anschafft. Wer das letztendlich bezahlt, spielt gar keine Rolle, weil das gleicht sich über die Jahre sowieso irgendwo immer wieder mal ein bisschen aus. Der eine vielleicht ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber so unterm Strich sollte immer alles gedeckelt sein. Und da sagt ja das deutsche Gesetz ganz klar, wenn man sich nach so einer langen Zeit trennt, ohne dass man irgendwie einen Vertrag geschlossen hat, dass man dann zum Schluss alles, was irgendwie an Vermögen da ist, teilen muss. Und das ist das Einzige, was ich fordere. Ich habe ihr einen Vergleich angeboten, wo ich viel, viel schlechter weggekommen wäre, als das, was mir zusteht. Es wäre mir in dem Fall egal gewesen. Ich wollte ihr eigentlich diese schnelle Trennung, die sie ja auch forderte, die wollte ich ihr schon einräumen, wollte sagen, okay, wir gehen auf den Deal ein, wir einigen uns auf den Betrag, den ich ja schon mehrfach genannt habe, und dann lassen wir uns zügig scheiden, so wären wir in 3 Monaten geschieden gewesen, alles wäre okay. Aber sie hat letztendlich wieder zurückgerudert, hat gesagt, nein, das macht sie nicht. Und da sage ich halt ganz klar, das kann nicht sein, da will ich nicht ein, das mache ich nicht, ich lasse mich nicht abziehen und schon gar nicht von ihr, nach dem, was alles geschehen ist.
Jetzt kommen wir zum aktuellen Teil. Wir haben ja in all den Monaten, die das schon so geht, die verschiedenen Stränge da in so einer Art Trennungskrieg, haben wir ja zum Beispiel auch schon berichten müssen, dass rund um Iris Vorwürfe waren, sie sei im Dunstkreis von Rockern oder sie habe über Facebook mal zum Beispiel rechtslastiges oder ausländerfeindliches von sich gegeben. Jetzt bist du in so einer Art Wirbel geraten, rund um ein Musikfestival, an dem du teilnehmen wolltest. Da ist die Teilnahme gecancelt worden. Und du hast dich jetzt auch gegenüber Bild in einem Artikel, den kann man online auch lesen, wenn auch als Bezahlinhalt, quasi auch schon gewehrt gegen Vorwürfe, die man da gemacht hat. Aber wo wir jetzt ein bisschen Zeit mit dir haben, gerne noch mal ein paar Aspekte nachgefragt. Zum Beispiel, Peter, diese Rockernummer. Da hast du geantwortet, in Dürkheim seist du schon von den örtlichen Motorradfahrern da angefragt worden. Ich habe da übrigens den Zeitraum nicht gefunden, von welchen Jahren oder welchem Zeitraum sprechen wir da? Du, das liegt schon sehr lange zurück. Ich weiß es eigentlich auch gar nicht mehr so hundertprozentig genau. Ich müsste jetzt wirklich ganz, ganz tief graben, in der Hoffnung, dass ich irgendwie ein Datum finde. Ich habe, glaube ich, bei der Zeitung angegeben, das wäre so 2008 gewesen oder so. Okay. Ob das jetzt hundertprozentig stimmt, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Und dann hast du gesagt, ja, das war dir nicht einerseits nicht ganz geheuer. Du warst dann bei den Red Devils eine Zeit lang und dann auch nicht mehr. Jetzt muss man das vielleicht ein bisschen einordnen. Diese Red Devils sind eine Art Vororganisation der Hells Angels oder so eine Art Supporter oder so eine Art Fangroup, die auch schon gewisse Aufgaben übernehmen. Man sagt jetzt, habe ich mir erzählen lassen von unseren Nachrichtenkollegen, das sind jetzt nicht die bösen Jungs, die irgendwo hinfahren und, keine Ahnung, rumballern oder abkassieren, aber wenn man da ist, Peter, dann weiß man schon, wozu man gehört, oder? Du pass mal auf, das war damals damit begründet, ich war ja damals sehr, sehr viel unterwegs in der Motorradszene und da natürlich kam es natürlich auch dazu, dass ich mit den Jungs auch mal eine Ausfahrt gemacht habe oder so. Ich hatte halt einen guten Freund, der damals Member war bei denen und dann war die Anfrage, ja, wie sieht's aus? Sie wollen ein neues Charter gründen, das Red Devils Bad Dürkheim. Und da wurde ich halt angefragt, ob ich nicht mitmachen würde und da habe ich mir das Ganze mal angeguckt und war dann wirklich eine Zeit lang auch dabei. Habe aber relativ schnell für mich gemerkt, dass das eigentlich gar nicht das ist, was ich will. Weil das Motorradfahren kam viel zu kurz. Das war eigentlich der Grund, warum ich dabei war. Aber ich habe mein Motorrad hat mehr gestanden, wie ich gefahren bin zum Schluss. Und es war eigentlich auch nicht von der Art her, so wie das Ganze gemacht wurde, das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Und ich habe gesagt, nee, das macht mir keinen Spaß, das will ich nicht. Ich wollte mir auch nie was vorschreiben lassen, weil ich ja schon Jahrzehnte oder jetzt mittlerweile Jahrzehnte selbstständig bin und zu dem Zeitpunkt ja auch schon sehr lange selbstständig war und nie Befehle irgendwo erhalten habe. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt nicht damit anfangen. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich steige wieder aus und habe das nach ganz kurzer Zeit, ich glaube, das waren 2 Monate, wenn überhaupt, wo ich aktiv wirklich dabei war. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, das bringt nichts, ich steige aus. Also da gab es auch wirklich überhaupt nichts, wo man jetzt sagen könnte, das hat irgendwas mit der, so wie es jetzt beschrieben wird, mit dieser Rockerkultur zu tun oder sowas, aber das war einfach nur eine Zusammenkunft von Jungs, die Motorrad gefahren sind, die dann eigentlich nur eine Jacke anhatten, wo hinten ein Patch drauf war, wo so ein bisschen die Zusammengehörigkeit nach außen gezeigt wurde und das war es dann aber auch schon. Ärgert dich das jetzt, dass du das gemacht hast und dass es jetzt wieder hochgespült wird? Du, was heißt ärgert mich das? Ich meine, letztendlich war es so ein Teil meines Lebens, der jetzt halt stattgefunden hat. Mich ärgert es jetzt, dass dieser Teil meines Lebens so ins negative Licht gerückt wird. Das ärgert mich ganz extrem, weil es absolut nicht der Fall war. Das war eigentlich nur so eine kurze Phase, die ich gedacht habe, okay, man probiert mal was aus, ohne dass man jetzt den Gedanken hatte von wegen, man muss irgendwelche Straftaten verbringen oder sonstiges. Sondern da ging es eigentlich nur um das Motorradfahren und dass es jetzt so in diese Schiene gedrängt wird, das finde ich extrem traurig. Und es verschiebt auch so ein bisschen das Bild von dem, was es damals war. Verstehe. Es sind ja auch, das, um es einfach nochmal gerade zu rücken, keine strafrechtlichen Vorwürfe, die da irgendjemand gemacht hat. Muss man vielleicht auch nochmal so sagen. Das gilt auch. Schon, ja, aber schon, weißt du, heutzutage wirkt es schon relativ negativ, wenn man sagt, ja, der war Mitglied einer Rockerszene, was ich ja letztendlich gut, ich war zwar dabei, aber was ist die Rockerszene, bitteschön? Das ist etwas, weißt du, das wird so in so ein schlechtes Licht gerückt und das finde ich eigentlich traurig, weil
Da geht es bei vielen eigentlich nur darum, dass man halt eine Zusammenkunft hat, dass man sich trifft, dass man eine Bruderschaft lebt, dass man sich gut versteht, dass man gerne Dinge miteinander unternimmt, dass man Motorrad fährt. Und das war es dann aber auch im Großteil schon. Ja. Verstehe. Der andere Bereich, der jetzt zur Sprache gekommen ist, sind so Postings. Da haben wir vor ein paar Monaten, Ingo, du bist übrigens auch noch da, ne? Ich bin noch da und höre euch sehr angeregt zu. Das ist gut zu wissen. Schön, dass du da bist, Ingo. Wir, Ingo und ich, haben vor ein paar Monaten schon mal berichtet, dass es eben Postings gab von einem damals noch gemeinsamen Account von dir und Iris, wo Iris losgeledert hatte in Richtung Rechtslastigkeit bis an den Rand der Ausländerfeindlichkeit. Jetzt bist du nochmal zitiert worden mit Volksverarscher von damals, ein Posting, das du gemacht hast, oder dass deutsche Väter und Mütter wie Bittsteller behandelt werden im Unterschied zu Flüchtlingen. Und du sollst dem AfD-Kreisverband Gießen quasi nahe gestanden haben. Wie stehst du heute dazu? Ich habe das ja auch schon in der Bild-Zeitung so erwähnt, wenn ihr die Zeiträume mal überblickt, in denen diese Postings gemacht wurden. Das eine Posting ging damals aufgrund dessen, was auf der Domplatte in Köln passiert ist, wo wirklich ganz Deutschland aufgeschrien hat und sich darüber aufgeregt hat, was da passiert ist. Sogar die Politik hat sich darüber aufgeregt. In jeder Zeitung, in jedem TV-Programm war dieses Thema ganz groß und jeder hat sich darüber aufgeregt. Ich habe letztendlich nur hinterfragt, wo waren damals die Menschen, wo waren die Personen, die live vor Ort waren, warum ist da niemand eingeschritten, wie konnte es stattfinden, dass in so einem großen Umfang sexuelle Belästigung an Frauen stattfinden konnte und niemand, der vor Ort war, hat eingegriffen. Das hat mich tierisch aufgeregt und ich habe da eigentlich nur, wenn man das richtig liest, die Politik so ein bisschen in Frage gestellt, beziehungsweise auch die Polizeibehörden, wo die in der Situation waren, warum da niemand helfend eingeschritten ist. Und ich habe halt auch an die Menschen appelliert, dass sie ein bisschen mehr Zivilcourage zeigen sollten, dass wenn man sieht, es wird jemand genötigt, es wird eine Straftat an jemand vollzogen, dass man dann nicht helfend eingreift. Das hat mich tierisch aufgeregt. Und die Sache, die du sagst mit den Flüchtlingen, dass ich mich da aufgeregt habe, dass die zu dem Zeitpunkt in meinen Augen vielleicht ein bisschen bevorzugt behandelt wurden, hatte nichts mit den Flüchtlingen zu tun. Ich habe ja gesagt, jeder Mensch, der irgendwie verfolgt wird in einem Land, der in einem anderen Land Hilfe sucht, der hat natürlich auch das Recht, dass er unterstützt wird. Zu dem Zeitpunkt war mein Sohn und dessen Frau, die waren in freudiger Erwartung, meine Schwiegertochter damals, die hat ein Kind erwartet. Beide waren in der Ausbildung, deswegen greife ich das auch so ein bisschen auf in diesem Post, den ich mache. Waren beide in der Ausbildung, beide bekamen Lehrlingsgehalt, hatten wohl einen Zuschuss als Wohngeld, aber zu dem Zeitpunkt hat es halt nicht gereicht, um ihre Lebenskosten weitestgehend zu decken und haben sie Anfrage gestellt beim Amt und bekamen keine Unterstützung. Und es hat mich maßgebend aufgeregt, weil ich halt es dann in meiner eigenen Familie gespürt habe, weißt du? Und deswegen kam dieser Post zustande, wo ich halt geschrieben habe, von wegen, dass unsere Eltern, Großeltern, und ich kenne den Text jetzt nicht mehr auswendig, das ist ja schon ewig lang her, ich habe es jetzt bloß mal kurz wieder überflogen, dass die eigentlich gezwungen werden, im eigenen Land, zum Beispiel bei älteren Menschen, Flaschen zu sammeln, dass viele auf die Tafel gehen müssen. Und man im Gegenzug dann liest, man kann ja auch nur das wahrnehmen, was aus der Presse dann mitgeteilt wird, dass halt Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, eigentlich hier ein bisschen bevorzugt behandelt worden sind. Und mehr sage ich nicht aus. Ich hetze weder gegen Flüchtlinge, ich verbreite kein braunes Gedankengut oder sonst irgendwas, sondern ich äußere einfach nur meine Meinung. Kannst du dir erklären, wieso diese Anschuldigungen jetzt wieder aufgetaucht sind? Genau jetzt. Ja, das kann ich. Ja, ich habe einen Verdacht. Erklären kann ich es nicht. Ich habe einen Verdacht. Ich meine, es ist ja vor kurzem erst dieses Thema aufgetaucht in Bezug auf Iris beziehungsweise ihren neuen Freund. Und ich habe den großen Verdacht, dass jetzt meine Situation ein bisschen genutzt wird, um davon abzulenken. Was halt ganz, ganz maßgeblich bei mir im Kopf klingelt, ist halt der Zeitpunkt, zu dem es passiert ist. Ganz kurz. Nachdem ich bekannt gegeben habe, dass meine Singles fertig sind, nachdem ich bekannt gegeben habe, dass jetzt meine Videos gedreht wurden und nachdem bekannt wurde, dass ich meinen ersten Auftritt in Sunstep vor Publikum habe, genau zu diesem Zeitpunkt tauchen diese Postings auf.
da liegt es irgendwie in meinen Augen schon ein bisschen nahe, dass man da mir irgendwie vielleicht ein bisschen schaden will, indem man diese Dinge in die Öffentlichkeit trägt, weil man mir das einfach nicht gönnt. Ich sage jetzt nicht, dass das von Iris kommt, absolut nicht, aber es kommt zumindest mal in meinen Augen, und es ist auch nachweislich, wir wissen, woher die Postings stammen, genau von dieser Seite, von Leuten, die Iris folgen, die ihr gut zusprechen, die also in ihrem, ich sag mal, in ihrem Kreis schweben, die haben genau diese Postings veröffentlicht und haben die an die Veranstalter vom Sunshedder Sommer getragen und haben die gleichzeitig weitergeleitet an Zeitungen und. Du hast ja gegenüber Bild auch gesagt, du willst dich auch juristisch gegebenenfalls dagegen wehren. Jetzt ist das eine ja so, ich sag mal, so hart sind die Vorwürfe ja nicht, juristisch gesehen. Und du weißt auch jetzt nicht genau, wer sie erhoben hat. Also wie wird deine juristische Vorgehensweise jetzt aussehen? Also wir wissen, wer die Postings erhoben hat. Wir wissen, woher sie kommen, aus welcher Feder sie stammen letztendlich, wer diese Postings verbreitet hat, das wissen wir. Und ich war beim Anwalt jetzt, ich habe mich informiert, ich schicke ihm jetzt alles zu und ich werde diese Person auf jeden Fall auf Unterlassung verklagen, weil ich halt immer wieder befürchten muss, auch wenn das Thema vielleicht jetzt nicht so groß kocht, ja, und wenn es auch wieder relativ schnell verpufft, was ich ja hoffe, was ja eigentlich vollkommen haltlos ist, aber dass es nicht wieder passiert. Weil ich muss ja jedes Mal jetzt, wenn ich irgendwo einen Auftritt habe oder irgendwie eine Vorankündigung mache, muss ich Angst haben, dass die Veranstalter oder aber die Sendeanstalten genau diese Postings wieder zugespielt bekommen mit dem Hinweis, ja, das ist doch so, wie die Leute es ja sagen, ich möchte es schon gar nicht mal aussprechen, und das darf einfach nicht sein. Eine Nachfrage nochmal zu diesem Festival in Sandstedt. Es hieß ja zuerst, du hättest dich in der Woche vorher vollkommen verausgabt. Da haben wir uns ja auch nochmal getroffen abends und waren zusammen essen. Und dann hieß es aber auch, der Veranstalter habe dann entschieden, dass es wohl besser ist, aufgrund der Vorwürfe, dich gar nicht auftreten zu lassen. Was stimmt jetzt? Hast du da zuerst abgesagt oder hat der Veranstalter sowas niemals behauptet? Kombination aus beidem. Ich fühlte mich zu dem Zeitpunkt, als das war ein Tag zuvor, fühlte ich mich schon gar nicht mehr gut. Du weißt es ja selber, wir haben 3 Tage lang gedreht und dieses ständige Auf und Ab und Hitze und Klimaanlage im Auto und dann lange Dreharbeiten bis spät abends und so, die haben dann scheinbar doch mehr gerafft gekostet wie gedacht. Und da war ich scheinbar ein bisschen angeschlagen schon. Und als ich dann nach Deutschland geflogen bin, ging es mir danach richtig mies. Hab das irgendwie dann auch mitgeteilt. Zu dem Zeitpunkt kamen dann auch diese Vorwürfe bei Sunstedt an. Und der Manager hat uns deswegen auch, beziehungsweise der Veranstalter hat uns deswegen kontaktiert. Und dann haben wir so im Einvernehmen gedacht, komm, bevor jetzt hier noch eine Riesenwelle losgetreten wird, aufgrund dessen, dass wir hier auftreten, bezüglich dieser Postings, und weil mir es ja auch nicht gut geht, haben wir gesagt, komm, wir sagen es einfach ab. Es war sowieso nur eine Promo-Veranstaltung, wir haben keine Gage bekommen und der Veranstalter hat ja auch keine finanziellen Einbuße dadurch, und bevor noch irgendwelche Hauptacts aufgrund dessen, was da im Raum steht, absagen, haben wir gesagt, komm, wir canceln den Auftritt, dann kann ich mich erholen, es verliert letztendlich niemand was und es ist eigentlich auch niemand geschädigt. Peter, lieben Dank erstmal zu diesen sicherlich für dich zum Teil auch unangenehmen Fragen. Die schweben halt in der Luft. Insofern war es aber für dich ja auch Gelegenheit, da mal ausführlicher Stellung zu nehmen. Jetzt gerne noch zu dem, sage ich mal, künstlerischen Teil. Ich habe dir zwar ja auch schon vorgeschlagen, in den Hip-Hop-Bereich gehen zu können, aber jetzt mal im Ernst, was erwartet uns in den nächsten Wochen und Monaten zu diesem Release, den ihr da eigentlich gerade vorbereitet habt? Also euch erwartet letztendlich Popschlager, das sind 2 Popschlager-Nummern, die aktuell aufgenommen wurden. Das ist so der Beginn. Wir wollen jetzt erstmal gucken mit diesen beiden Nummern, wie kommt es überhaupt bei den Leuten an? Treffen wir überhaupt den Geschmack der Menschen, die wir da draußen natürlich erreichen wollen? Aber wir sind natürlich auch gerne bereit, andere Richtungen ein bisschen einzuschlagen. Wir sind eigentlich, wenn man es richtig nimmt, so ein bisschen in der Erfindungsphase, was auch uns angeht, was die Musik angeht. Wir sind nicht hundertprozentig festgelegt, aber haben halt gedacht, wir probieren jetzt mal diesen Popschlager, weil der eigentlich doch relativ breit eine große Masse erreichen kann und die beiden Nummern auch wirklich sehr, sehr schön sind. Ob ihr euch jetzt freut oder fürchtet, wir werden euch einen Schnipsel zeigen, sobald er uns zur Verfügung steht. Vielen Dank, Peter Klein. Es braucht sich niemand zu fürchten. Sehr gut. Gerne. Gut. Ja. Prima, dann haben wir es doch. Peter, danke, gut, dass du mitgemacht hast. Nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, lass uns die Tage einen Kaffee trinken auf Mallorca, wenn du wieder da bist.
So, Ingo, warst du zufrieden mit mir? Stefan, ich habe euch die ganze Zeit gebannt zugehört. Fand ich ganz gut, weil tatsächlich ist es ja so, zwischen Peter und mir existiert tatsächlich eine gewisse Nähe durch die letzten Monate, wo wir uns ja recht häufig getroffen haben. Und da sagen wir mal, eine distanzierte Stimme zu hören, die das auch kritisch hinterfragt, was da in den letzten Jahren passiert ist, finde ich sensationell. Solltest du häufiger machen. Und ich nehme dir diesen Satz, ich sitze hier auch überhaupt nicht übel, sondern ich fühle mich dadurch extremst geadelt. Ja, ich sitze hier Trademark bei Ingo Wohlfeil. Ja. Vielleicht machen wir irgendwann, gibt es irgendwann auch einen Klappstuhl, den wir als Merch machen. Ein Ich sitze hier Sitz. Sollten wir mal ernsthaft drüber nachdenken. Mit dem Branding vom 17. Bundesland. Oh Gott, wir werden noch reich auf unsere alten Tage. Ja, genau. Und dann sitzen wir da später beide im Sonnenuntergang, jeder in so einem Billigsessel und freuen uns über die Millionen, die wir einnehmen. Vorher aber, liebe Hörer, geht es recht nachrichtlich und journalistisch weiter in diesem Format. Ingo, du kannst uns mal Appetit machen auf die nächste Ausgabe, weil wir haben schon mal über einen sehr interessanten Rechtsstreit berichtet aus dem Musikbereich. Genau. Wer hat eigentlich Laila geschrieben? War es Robin? War es Schürze? Oder war es vielleicht Dominik, der mal mit Schürze zusammen in einer Band war? Und vor Gericht gezogen ist, um sich auch nachträglich in die Urheberschaft eintragen zu lassen, weil er der Meinung war, er habe massiv an diesem Song mitgewirkt. Und da hat es jetzt ein Urteil gegeben. Und dazu werden wir nächsten Sonntag mit DJ Robin reden, der beklagt war. Und wie dieses Urteil ausgefallen ist und was die Gegenseite dazu sagt, das hören wir dann am nächsten Sonntag.